Einen Stein habe ich heute mitgebracht. Und stellen Sie sich vor, dieser Stein würde schreien. Eine ungewöhnliche Vorstellung, eine gespenstische Vorstellung sogar. Aber das Bild oder eher das Hörbild von schreienden Steinen finden wir an einer wichtigen Stelle in der Bibel. Jesus zieht auf dem Füllen eines Esels in Jerusalem ein. Es ist die Erzählung zu Palmsonntag in Lukas 19. Dort heißt es, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus und mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Die Jünger sind voller Eindrücke vom Tun und Reden von Jesus und jetzt erkennen sie, dass er nach Jerusalem als der Messias einzieht, als der König in der Tradition Davids. Und so rufen und schreien sie mit Worten aus Psalm 118, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Wir kennen das, wenn man viel erlebt, wenn man aufgeregt ist. Die meisten von uns sind so aufgebaut, dass wenn wir das sind, dass etwas zum Ausdruck kommen muss, sei das eben im Gesang oder im Geschrei oder auch in Tanz oder Bewegung. Und jetzt heißt es im Text, dass einige unzufrieden sind. Sie gehören zur Führungsschicht und sie erheben Einspruch. Meister, heißt es, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Nun, wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe, warum sie nicht möchten, dass das so ungehindert weitergeht. Das erste Offensichtliche ist ja, dass sie bewusst sind, was es auf sich hat, wenn einer auf einem Esel feierlich in Jerusalem einzieht. Sie kennen ja auch die Texte aus der hebräischen Bibel. Der Bezug zum Anspruch, dass jetzt der Messias, der ersehnte König, kommt, ist auch ihnen klar. Und solches laut und öffentlich zu proklamieren, ist nicht das, was sie wollen. Wohl erstens, weil sie nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, und zweitens, weil sie nicht wollen, dass es einen Aufruhr unter den Menschen gibt. Das könnte zu Schwierigkeiten führen, sowohl was ihre eigene Stellung angeht, wie auch mit den Römern, die ja in der Stadt das Sagen haben. Dazu kommt vielleicht auch, dass sie Ordnung lieben. Schreiende, singende, aufgebrachte Menschen in der Öffentlichkeit ertragen sie nur schlecht. Und sie sagen also zu Jesus, er soll seinen Jüngern zurechtweisen und sie verbieten, so laut zu sein. Und was sagt Jesus zu ihnen? Er gibt ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Das ist kein harmloses Bild. Wenn Steine anfangen zu schreien, dann erschrecken wir. Was will also Jesus sagen? Ich glaube, es gibt drei Zugänge, die hier hilfreich sind. Das erste ist die Apokalypse, das Weltgericht. Die zweite ist die Vorstellung von einer Art kosmischen Harmonie, in der alles, was ist, einen Klang erzeugt. Und das dritte ist das, was der Apostel Paulus im Römerbrief 8 als das Seufzen der nach Erlösung sich streckenden Kreatur nennt. Und alle drei bringen eine Facette dieser Erzählung zum Leuchten. Zunächst kurz die Vorstellung der Apokalypse und des kommenden Gerichts. Schreiende Steine kommen nicht häufig vor in den heiligen Texten. Es gibt aber einen Text beim Propheten Habakuk aus Kapitel 2. Und im Zusammenhang des Texts spricht der Prophet Habakuk Gericht über diejenigen aus, die unrechtmäßig Gewinn machen, die andere ausnützen und, wie es heißt, anhaufen, was ihnen nicht gehört. Vers 11 von Kapitel 2 heißt es denn auch die Steine in der Mauer werden schreien. Die Vorstellung ist, dass die ganze Umgebung,
diese zum Himmel schreiende Korruption nicht länger klanglos zuschauen kann. Ähnlich ist ein weiterer Text, aber diesmal nicht in dem Kanon der Bibel, sondern in den sogenannten pseudepigraphischen Schriften, die kurz vor Jesus oder auch zeitgenössisch verfasst worden sind. Im vierten Buch Esra, in Kapitel 5, wird ein wahrhaft apokalyptisches Szenario dargestellt. Herrschen wird der, den die Erdbewohner nicht erwarten, heißt es. Das passiert schon mal, damals wie heute. Und diese politische Unordnung wird begleitet im Bild von einer Umkehrung der sonst verlässlichen Ordnung der Natur. Und dort heißt es, Steine schreien, die Bäume bluten und die Vögel wandern aus. Schreiende Steine sind also hier ein Zeichen, dass der Druck im System der Welt durch Ungerechtigkeit und Korruption so groß geworden ist, dass es berstet. Und dass Jesus von schreienden Steinen spricht, im Zusammenhang, dass er nach Jerusalem geht und dort verhaftet und gefoltert und getötet wird, deutet auf klagende, wütende, vor Schmerz schreiende Steine angesichts des Ungerechten und Pervertierten in der Welt. Völlig anders aber ist die zweite Vorstellung von einer Art kosmischen Musik, in der alles, was ist, einen harmonischen Klang erzeugt. Diese Vorstellung kommt eher aus der griechischen Welt. Und diese Himmelskörper, so die Vorstellung, erzeugen auf ihren Bahnen Töne. Und in diesem Sinne klingt die Welt, im Kleinen wie im Großen. In einer solchen schönen Vorstellung, wenn Jesus von schreienden Steinen spricht, dann sind es wohlklingende, harmonisch, eher singende Steine, die sich freuen, wenn der König des Himmels, der kosmische Herrscher, nach Jerusalem kommt. Und die Menschen stimmen mit dem Kosmos im Freudengesang ein, denn der Messias kommt. Ich möchte aber als drittes einen Text vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief 8 aufnehmen. Und dieser Text verbindet der Schmerz des noch nicht Erlösten, des unter Gericht Stehenden, auch der Schmerz der Vergänglichkeit mit der Zuversicht und Freude und Hoffnung, dass durch Christus Gottes Geist am Wirken ist. Und dass er auch die Schöpfung, wie es heißt, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes führen wird. Ich lese Ihnen ein paar Verse vor. In sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Der Geist aber nimmt unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit einem unaussprechlichen Seufzen. Bei Paulus wird das Gewaltige, sowohl das Apokalyptische wie auch das Kosmische zurückgebracht auf die Erde, in unsere Welt, in die Welt des menschlichen Herzens. Wenn man die Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem vor sich sieht und dann bedenkt, dass Jesus selbst, gerade noch als er die Stadt Jerusalem vor sich sieht, über sie in Trauer weint, dann meint man, dem unaussprechlichen Seufzen des Geistes nachlauschen zu können. Das Hoffen und Bangen der Kreatur, der auch in den Steinen zum Klingen kommt. Und so nach all dem möchte ich Sie ermutigen. Seien Sie getrost, wenn Sie dieses Seufzen der Kreatur, wie das Paulus nennt, auch in sich selbst fühlen. Und wenn Sie den Schmerz und das Geschrei der noch unerlösten Welt spüren, bringen Sie das zu Gott und bemühen Sie sich um Gerechtigkeit. Aber singen Sie auch zu Gottes Ehre und stimmen Sie ein
im Freudengesang mit dem ganzen Kosmos. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.